Ja, plötzlich alles anders. So war es auch in der ersten Kirche in Jerusalem. Danke vielmals. Gell, manchmal braucht es so einen Paukenschlag. Dann hat man die Aufmerksamkeit. Super, haben wir lange so geübt. Ist gelungen. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die war plötzlich konfrontiert, dass alles anders war. Verfolgung aus heiterem Himmel. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, durch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Plötzlich alles anders. Nach der Steinigung von Philippus haben viele müssen Jerusalem verlassen. Und lass uns da noch kurze Klammern machen. Zu dem Zeitpunkt, am Anfang der ersten Kirche, ist ja das eine rein innerjüdische Geschichte gewesen. Also es sind Juden gewesen, die zum Glauben gekommen sind. Und selbst dort hat man schon gewisse Unterschiede gemacht. Dann hat es die Juden gegeben, die von Judäa und aus dieser Gegend gewesen sind, Jerusalem. Das sind dann so die Richtigen gewesen. Und dann hat es Juden gegeben, die so im Umland gewohnt haben, vom Römischen Reich, die griechisch prägten Juden. Kurz vorher lesen wir davon, dass die sogar schon Konflikt hatten. Auf jeden Fall, wie auch immer, die erste Kirche, das war eine Geschichte der Juden. Das hat sich dann später geändert, hochspannend. Aber lass uns das einfach mal im Hinterkopf behalten. Weil wir lesen die Apostelgeschichte 11, die über diese Situation berichtet. Dort heisst es, fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa und Samaria zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Einfach als kleine Klammerbemerkung mal im Hinterkopf behalten. Also, der Philippus ist in Samaria, das Leben hat ihn dort hinverschlagen. Und was macht er? Er wird wohl geschafft haben, einer Arbeit nachgegangen sein, dass er durchkommt und wird dabei von Jesus erzählt haben. Das, was ihn prägt, das, was ihn begeistert. Er tut nichts Besonderes, aber das, was er gerade vor der Hand hat, das packt er an und tut er. Und da ist uns berichtet, er hat dort von Jesus erzählt und im Vers 12 steht, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesus Christus glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Also manche haben etwas erkannt von dem Jesus, haben ihm geglaubt und als Ausdruck für ihren Glauben haben sie sich taufen lassen. Haben einen Anfang gemacht mit Gott. Und damals ist ein Anfang machen mit Gott in der Taufe sichtbar gemacht worden. Aber das Thema, das da dahinter ist, der Philippus, ist das Thema TIK. T-I-K. Weißt du, was TIK heisst? Treu im Kleinen. Treu im Kleinen. Der Philippus ist treu im Kleinen. Er ist nicht freiwillig auf das Samaria gekommen, aber er war dort und hat das Beste daraus gemacht und ist dort trotz diesen schwierigen Umständen treu im Kleinen geblieben. Und hat dort von Jesus erzählt, hat mit Jesus gelebt und es hat Kreise gezogen. Sind sogar so viele Menschen zum Glauben gekommen, dass der Johannes und der Petrus von Jerusalem, die Apostel von damals, gekommen sind, schauen. Also man kann sagen, das war wirklich eine besondere Zeit, die Philippus erlebt hat. Und in die besondere Zeit, die redet dann Gott. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf,
und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ja, aber was soll denn das jetzt? Der Philippus, der braucht es doch jetzt dort. Ich meine, die ganze Nacharbeit, jetzt muss man ja das organisieren. Die vielen, die zum Glauben gekommen sind, jetzt muss man das strukturieren, muss man doch die begleiten. Wie hättest du an Philippus seiner Stelle reagiert? In so einer tollen Situation, wo alles scheinbar rund läuft, wo es klappt, wo man so viel darf sehen. Und dann sagt Gott, ist jetzt gut, gang weiter. Ja nein, Gott, das kannst du dir doch nicht leisten. Ich bin doch viel zu wichtig. Also nein, natürlich, das würde niemand von uns sagen. Wir würden sagen, die Aufgabe ist viel zu wichtig. Aber wir würden das Gleiche meinen. Wer soll denn da weitermachen? Wie soll es denn weitergehen mit dieser Arbeit? Man kann doch jetzt da nicht einfach draus. Kennst du so Gedanken? Und jetzt mal ehrlich, die Strasse, die auf Süden geht, dort Richtung Gaza, die Öde, nicht besonders attraktiv. Ich habe mir überlegt, was könnte das heute für eine Strasse sein? Ich weiß es nicht, kannst du dir selber überlegen, auf welcher Strasse das nicht gern wärst. Wo ein bisschen öde ist, wo vielleicht in einen anderen Kanton führt, oder auch nicht, oder wie immer. Aber die Frage ist, wie reagierst du und ich, wenn in scheinbar perfekten Situationen plötzlich eine Veränderung reinkommt? Das Thema, das da dahinter ist, ist das Thema Verfügbarkeit. Bist du für Gott verfügbar? Darf Gott dich aus vielleicht deinem perfekten Leben ausrufen in eine neue Aufgabe oder gar abberufen? Und ich stelle die Frage nicht leichtfertig. Selber schon mehrmals mit dieser Frage konfrontiert gewesen. Wo es darum gegangen ist, will ich meinen Traumjob loslassen oder bleiben als Automobildiagnostiker, wo man auf mancher Straße fährt. Dann ist dann gleich, ob sie öde ist, das liebt man ja dann eher sogar, wenn es viel Verkehr hat. Ich war mit dieser Frage konfrontiert, wo es darum gegangen ist, sollen wir einen schönen Ort verlassen und zügeln? Einen Ort, wo andere Menschen Ferien machen? Die Frage ist, wo man in diesem Text, der uns hier entgegenkommt, bist du für Gott verfügbar? Willst du sein Reden hören? Bist du offen für Gottes Reden? Darf er in dein Leben eintreten? Ja, der Philippus, der ist aufgestanden und hat sich auf den Weg gemacht. Vom Norden oben runter an Jerusalem vorbei, auf die Straße, die öde ist. Und dann hückelt er dort. Das ist die Straße gegen die Wüste drum, die ist nicht sehr attraktiv. Staubig, dann hat er vielleicht ein Schattenplatz gefunden, hat sich dort eingerichtet. Und dann kommt einer oben runter zu fahren. Ein Mann aus Äthiopien, ein Hofbeamter, ein Mächtiger, ein Angestellter von der Königin von Äthiopien, der Schatzmeister, der kommt dort mit seinem Fahrzeug. Der ist auf Jerusalem gegangen, arbeiten im Tempel, ist auf dem Heimweg. Ich stelle mir das so vor, der ist so die Straße und dann kommt jetzt, ich meine, das ist ein einflussreicher Mann, da können wir uns einigen, der ist kaum so ein kleines Kruzli gefahren. Der hat wahrscheinlich schon einen rechten Schlitten gehabt. Also erst so ein rechter Wagen und vorne dran ein Gespann, ich weiss nicht, vielleicht 2-4 Tiere und dann ein paar Angestellte, die geführt haben, die Tiere. Also im Schritttempo ist der Klimalog hat er noch nicht gehabt. Aber sicher sehr ein komfortables Gefährt. Also kommt der da runterzufahren. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Sind die kleinen, feinen Impulse, die der Heilige Geist setzt. Philippus, mach die auf. Einfach mal mitlaufen. Und oft sind es ja die kleinen Impulse im Leben, die der Heilige Geist uns gibt, wo wir darauf hören. Letztens hatte ich den Eindruck, ja, ich könnte Milch posten.
Also ich bin dann am Kühlschrank geschaut, wir haben wirklich nicht mehr viel Milch gehabt. Und dann haben wir so ein Bauernhofladeli und dann bin ich dort ein Bauernhofladeli und Milchposten. Und auf dem Zurückweg sehe ich jemanden aus dem Quartier und wir haben ein spannendes Gespräch gehabt. Das sind für mich so die Impulse vom Heiligen Geist. Das Gespräch ist nicht ganz so verlaufen wie das von Philippus und dem Hofbeamten. Aber gleich war es für mich eine Ermutigung gewesen. Oftmals ist es viel unspektakulärer. Aber gleich hören, was der Heilige Geist uns sagt. Also der Philippus, der ist aufgestanden, ist dort zu dem Wagen gegangen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Und fragte, verstehst du auch, was du liest? Jetzt ist ja interessant, in dem Text, ihr seht dann, was für Verben haben wir, was tut der Philippus? Können wir vielleicht mit dem Nachbarn zusammen schnell einmal schauen, was haben wir da, was tut der Philippus? Was haben wir für Verben vom Philippus? Was haben wir als erstes Verb? Laufen, also er ging hin. Einigen wir uns auf, er ist hingegangen. Vielleicht nicht gerade gerannt, aber er ist hingegangen. Das zweite, hören. Er hat gehört. Und das dritte, fragen. Hey, ich finde das eine super Kurzfassung für das, was Jünger von Jesus und Jüngerinnen von Jesus machen. Hingehen und dann zuerst einmal hören. Einfach zuerst einmal hinhören. Was ist das Thema? Um was geht es? Und dann fragen. Interesse zeigen. Und nicht eine Antwort geben auf eine Frage, die die Person vielleicht gar nicht hat. Hingehen, hören, fragen. Der Mann erklärt ihm, ja, ich habe hier eine Schriftrolle gekauft vom Jesaja. Und da ist gedreht und ich komme da gar nicht recht raus. Und hast Zeit, um mir zu erklären? Philippus wahrscheinlich auf die Uhr geschaut und gesagt, nein, 5 Minuten. Nein. Natürlich, ich tue dir gerne das erklären. Und es war gerade eine Textstelle, wo es um den Messias gegangen ist. Und dann heisst es, da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich hier taufen lassen? Und in späteren Überlieferungen, darum das Vieri, ist dann noch ein Vers vermerkt, wo steht, das kannst du, antwortete Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und der Hofbeamte erwiderte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also, der Mann ist irgendwo berührt worden von Jesus und fragt, hey, kann ich mich taufen lassen? Okay, jetzt haben wir einfach noch ein kleines Detail, über das sollten wir noch reden miteinander. Soll der Philippus den Hofbeamte taufen, ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Also, ich finde, auch für nein gibt es im Fall schon Argumente. Also, der Hofbeamte. Also wissen ihr alle, dass das ein Jude ist? Wie wir haben gelesen, die ganze erste Bewegung war eine innerjüdische Geschichte. Und Apostelgeschichte 11 sagt, dass zuerst nur Juden getauft worden sind. Nur Juden haben können zum Glauben kommen. Das war ja die grosse Frage. Kann jemand, ein Heid, direkt Christ werden oder muss er zuerst konvertieren, Jude werden, damit er Christ werden kann? Über das haben sie gerungen und gestritten. Erst das Apostelkonzil. Jetzt haben wir hier den Hofbeamten. Schafft für eine fremde Königin, hier in Äthiopien. Jetzt ist mal zuerst die Frage, ist der Jude oder nicht? Also erst bevor wir dann gerade taufen, müssen wir die erste Frage mal klären, oder? Okay, die können wir heute leider nicht mehr klären, weil wir wissen es nicht. Kommentare, die gehen hin und her. Die eine sagt, ja, vielleicht war es ein Proselyt, vielleicht war es einer, der zum Judentum konvertiert ist. Vielleicht ein Mann, der sonst irgendwie mit dem Judentum nahe war, der ist auf Jerusalem. Irgendeinen Bezug hat er ja gehabt, aber wir wissen nicht, wo der Mann steht.
Und dann das Zweite, wenn wir im Urtext schauen, ist da der Mann, der da schön mit Hofbeamten übersetzt wird. Ein Kämmerer, im Urtext ein Verschnittener, also ein Eunuch. Macht ja Sinn, dass die Königin dort in ihrem Kader hat sie. Das war ein Eunuch. Ist natürlich jetzt noch schwierig, in der jüdischen Tradition ist Familie recht ein hoher Wert. Familie gehört im Judentum dazu. All die, die allein, also als Mann allein, das hat es gar nicht gegeben, das ist nicht vorgesehen. Eine Frau allein in der jüdischen Kultur schwierig, verdächtig. Ein Eunuch. Also der ist schon, weißt du, im Ranking. Richtiger Jude, halber Jude, also sozial relativ tief. Und dann spüren wir etwas plötzlich von dieser Brisanz. Ja, können wir jetzt einfach taufen? Ich meine, in Jerusalem haben sie ja schon gestritten zwischen der Witwenversorgung der Juden, die aus dem Gebiet sind, also der richtigen Juden, und der Juden, die aus dem Griechischen, also die griechischstämmigen Juden. Also dort hat man ja schon darüber gestritten. Geschweige denn jetzt so einen. Und dann spürst du vielleicht etwas von dieser Brisanz, wo wir einfach so drüber reinlesen, wo jetzt plötzlich die Frage ist, ja, was hindert es mich, mich taufen zu lassen? Ja, vielleicht, dass du ein Ausländer bist, dass du ein Beschnittener bist und überhaupt kommst du schon draus. Das wäre ein Argument, zum vorsichtig sein. Natürlich haben sie recht. Der Mann, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und dann haben wir überlegt, ja, Taufe, was meint denn das? Und dazu habe ich den Paulus gefragt. Kennt ihr den Paulus? Manche kennen ihn, also von seinen Briefen. Bei Paulus ist halt immer so, er braucht viele Worte, aber ich habe doch einen Vers mit nicht so vielen Worten gefunden, wo er mir Taufe erklärt. Da habe ich gedacht, komm, wir schauen das miteinander an. Römer 6, 4. Ich sehe es da, ja, siehst, hat es gerade ein bisschen mehr Text. Der Paulus erklärt uns, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also das ist die Bedeutung von der Taufe. Das mit dem Wasser ist eine Frage, was hat denn das mit dem Wasser zu tun? Und in der Taufe tun wir das zum Ausdruck bringen, dass wir mit Christus gestorben sind, so wie Jesus Christus gestorben ist und in das Grab gelegt worden ist, so ist das nachempfunden im Untertauchen und das Wasser. Und spätestens nach 3 Minuten unter dem Wasser wird das mit dem Tod relativ real dann. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist bei Jesus, du verstehst vom Tod in das neue Leben, wo Gott ihn erweckt hat. Und das ist die Verheißung, dass wenn wir mit Jesus mit begraben sind, mit ihm werden wir auferstehen und ein neues Leben bekommen. Und darum ist das mit dem Wasser, mit dem Untertauchen und Aufstehen, das hat nichts mit Waschen zu tun, sondern hat eine tiefere Symbolik. Die Symbolik, die selber auf Jesus zurückführt. Und mit der Taufe bringe ich zum Ausdruck, dass Jesus mein Herr und König ist. Und dass ich Teil von seinem Reich, vom Himmelreich wird. Und dass die Gebote, die Art zu leben, auch neu meins ist, wo ich übernehmen will. Wo Jesus ja zusammengefasst hat in diesem Doppelgebot, wir sollen Gott lieben und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selber. Wir wissen nicht, ob der Philippus einen inneren Dialog hatte oder einen inneren Konflikt, ob er jetzt den Mann aus Äthiopien taufen darf oder nicht. Was wir wissen, er hat den Mann gesehen und sie suchen ein Herz und wo Gott gesucht hat. Und er hat gesagt, ja natürlich. Und er hat ihn getauft. Und als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, vielleicht dort das Boot durchgekraxelt sind, wieder zu dieser Straße, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Es war für den Hofbeamten eine äußerst kurze, also eigentlich eine punktuelle Begegnung gewesen, aber total wichtig und lebensverändernd. Wir wissen nicht, wie es mit dem weitergegangen ist.
Wir wissen nur, dass da ein Mann war, der anscheinend Gott gesucht hat, eine Offenheit gehabt, Gott gegenüber, und dass Gott das ernst genommen hat und dann den Philippus beauftragt hat, dem Mann zu begegnen. Ja, zusammenfassend. Ich würde jetzt mal mutig behaupten, Gott hat nicht den Kämmerer berufen, sondern den Philippus zum Kämmerer abberufen. Selbstverständlich, ich höre schon die inneren Dialoge und ja, aber Gott hat doch auch den Mann aus Ägypten geführt. Lass uns das mal auf der Seite behalten. Der Mann aus Ägypten, der hat sein Leben gelebt. Der hat Gott gesucht, der ist auf Jerusalem und ist auf dem Heimweg. Wenn das Gott beauftragt hat, ist der Philippus. Der Philippus, der in einer äußerst attraktiven, herausfordernden Situation war, in Samaria, der hat er berufen, dort hinzugehen, damit die Wege sich kreuzen und der Mann etwas von Gott erfahren. Kann man dann überlegen, mögliche Parallelen könnte ja sein mit unseren Gästen aus der Ukraine. Die Frage ist nicht, warum und genau jetzt, dass sie da sind. Sie sind einfach da. Die Frage ist vielmehr, sind wir bereit, hinzugehen, zuzuhören, Fragen zu stellen? Natürlich am übertreibten Sinn. So wie ein Philippus bereit sein. Und ich weiß, dass viele das sind und dass viele ermutigende Begegnungen auch passieren. Aber es ist gleich auch die Frage für uns als Kirche, was heisst das? Die Situation, die jetzt gerade stattfindet. Oder heute Nachmittag das christliche Festival, wo das Sami mitorganisiert, wo mit den Arche, wo wir die Ukrainer einladen, um ein Stück Weg mit ihnen zu gehen, zum Hören. Und die, die suchend das Herz haben, dürfen zu Jesus führen. Der Philippus, er hat einfach ein offenes und hörendes Herz gehabt. Bereit gewesen für das, was der Heilige Geist gesagt hat. Und hat ihn das mutig umgesetzt. Er hat nicht primär Hindernisse gesehen, sondern Möglichkeiten. Und er hat den Mensch gesehen. Und er hat den Mensch gesehen vor der Zugehörigkeit. Und der Mensch war ihm wichtiger gewesen, wie die Zugehörigkeit zu einer Nation, zu einer Gruppe, zu einer Überzeugung, zu einer sexuellen Orientierung, zu einer Rasse oder zu sonst irgendetwas. Er hat zuallererst den Mensch gesehen und ist auf den Mensch zugegangen. Ich habe noch drei Fragen mitgebracht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach auch die Fragen bewegst und bei jedem Einzelnen anklopfst. Das, was dran ist. Danke, dass du bei jedem schon lange dran bist. Lass jetzt so einen speziellen Moment sein, wo du anklopfst und redest. Öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für dein Reden. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Treu im Kleinen. Hey, wie geht es dir gerade mit der Situation, wo du drin hingestellt bist im Leben? Der Philippus war nicht freiwillig in Samaria oben, aber er war treu im Kleinen. Oder das Thema Verfügbarkeit. Darf Gott in dein Leben reden? Oder Menschen vor Zugehörigkeit. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Begegnest jedem Nächsten mit der gleichen Liebe, mit dem gleichen Respekt, ungeachtet von seinen Überzeugungen. An der Zeit, wo du das persönlich jetzt darfst bewegen, ich würde nachher dann weitermachen.
Wenn Jesus dir jetzt etwas aufgezeigt hat oder aufs Herz gelegt hat, mach es fest. Was ist dein nächster Schritt? Nur der nächste. Was heisst das? Und das ist die Möglichkeit, nachher das am Kreuz hinein festzumachen. Manchmal tut es uns gut, uns in Bewegung zu setzen. Und sagt, das ist mein nächster Schritt. Hindern zum Kreuz und sagen, Jesus, ich mache das fest. Und mit jemandem vom Hauptteam da zu beten und zu sagen, das ist mein Schritt, ich bitte, dass Gott mir Kraft gibt. Es ist so schön und bequem, sich Gedanken zu machen. Möge Jesus uns Kraft schenken, dass er in sein Leben kommt. Treu im Kleinen, Verfügbarkeit und Menschen vor Zugehörigkeit, das sind zentrale Eigenschaften, die Jesus gelebt hat. Jesus, unser Herr und Heiland. Treu im Kleinen, ich denke noch an Markus 1. Jesus hat gerade angefangen zu wirken und am Abend sind ganz viele Menschen geheilt worden durch ihn. Und es war ein riesiger Aufruhr im Dorf und alle waren happy. Und am Morgen früh ist Jesus auf den Berg in der Einsamkeit. Die Jünger mussten ihn suchen und sagten, Jesus, komm, sie warten auf dich, geht weiter. Und er sagt zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Jesus hat sich nicht feiern lassen, sondern er ist im Auftrag treu geblieben, treu im Kleinen. Oder Verfügbarkeit. Jesus war verfügbar gewesen. Ich denke an die Geschichte in Jericho mit dem Bartimäus. Jesus war unterwegs gewesen, Richtung Jerusalem. Hat eine Roadmap gehabt, das Ziel. Und dann stört da einer, der so ruft. Jesus! Sohn Davids, erbarm dich! Und Jesus war verfügbar gewesen für den Mann, für den Menschen, der gerufen hat. Und hat angehalten, sich ihm zugewendet. Oder wo Jesus darum gerungen hat, im Garten Gethsemane. Und er betet, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist für mich die kürzeste Formel für Verfügbarkeit. Nicht, was ich will, sondern was du willst, Gott. Jesus ist verfügbar gewesen, bis zum Äußersten. Oder Menschen vor Zugehörigkeit, ich meine, da kommt uns so viel entgegen von dieser Liebe, die Jesus hatte. Die kanonäische Frau, wo das Kind krank ist und sie bittet Jesus, heil du meine Tochter, du kannst das. Und Jesus sagt, also der Messias ist zuerst mal zu den Schafen vom Hause Israel gesendet, also zu den Juden. Du gehörst da nicht dazu. Und sie insistiert und sagt, nein, aber... Und dann braucht sie ein Beispiel und Jesus sieht ihren Glauben und sagt, ich sehe den Glauben, ich sehe dich und hat die Tochter geheilt. Die Frau am Brunnen, sozial, so etwas von zunderst, wo im Ehebruch gelebt hat, wo gemieden worden ist, wo die Leute den Bogen um sie gemacht haben, Jesus ist und hat sie sogar abgepasst. Er hat am Brunnen auf sie gewartet. Die ist ihr mit Liebe begegnet. Sowieso Frauen, gell? Ich meine, damals Frauen, das war nicht so üblich, dass Rabbis, Lehrer sich Frauen angenommen haben. Und der Kind ja sowieso nicht. Jesus hat immer zuerst den Mensch gesehen, bevor er Zugehörigkeit gesehen hat. Und er hat besonders die geliebt, die so normale eher Mühe damit haben. Das Abendmahl erinnert uns an den Neuen Bund, an die Möglichkeit, dass Jesus genau darum gekommen ist. Gell? Taufe, das ist eine einmalige Geschichte. Taufe, damit sage ich, jawohl, ich gehöre zu Jesus, Jesus, mein Heiland. Das Evangelium führt zur Taufe, das ist eine einmalige und eine absolut kraftvolle Sache. Aber das Abendmahl dürfen wir immer und immer wieder feiern und uns daran erinnern. Und sowohl die Taufe, weißt du, wie am Abendmahl, da wird etwas von dieser geistlichen Realität, von dem Unsichtbaren, was aber genauso real ist,
ganz konkret erfahrbar. Und darum liebe ich es. Dass wir die Taufe feiern und dass wir das Abendmahl feiern. Weil wir etwas von dieser unsichtbaren Realität und dem Sieg von Jesus Christus ganz konkret in unserer Mitte erleben dürfen. Und darum feiern wir jetzt Abendmahl miteinander. Ich lese uns aus dem 1. Korinther. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Danke vielmals, Jesus. Danke vielmals für die Wahrheit, dass du wiederkommen in Herrlichkeit. Jesus, du bist der Sieger und du hast den Sieg teuer errungen am Kreuz. Danke vielmals dafür. Und danke vielmals, dass es uns hat dürfen zum Eigen werden. Und dass wir uns im Abendmahl daran dürfen erinnern, jawohl, es gilt. Auch für mich ganz persönlich. Vergebung von meiner Schuld, Wiederherstellung von der Beziehung zum Vater und das Leben in der Perspektive und in der Kraft vom Heiligen Geist. Ich lobe und preise dich und danke dir, dass wir dürfen das Abendmahl feiern und dass das eine Realität ist, wo wir jetzt uns daran freuen dürfen.